Moin Gamers, hier ist Spooky. Das Add-on hat also einige Änderungen gebracht. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, kamen auch Änderungen beim Leder. Und zwar gibt es jetzt Rohleder im Bereich von 1 bis 30 von dem Mob-Level. Dicke Tierhaut von 31 bis 50. Widerstandsfähige Tierhaut 51 bis 62. Und dunkle Tierhaut gibt es dann ab Level 63 und darüber. Und durch die Änderung von Level 1 bis 30 sind halt unsere beliebtesten Farmspots für Rohleder einmal in die nächste Kategorie der dicken Tierhaut gerutscht. Und in diesem Guide zeige ich euch noch einmal, wo jetzt ein geiler neuer Rohleder-Spot ist. Aber zuerst zeige ich euch nochmal auf der Karte, wo die alten Spots waren und was daraus geworden ist. Ich bin hier einmal in Entermisseriff und hier unten sind ja die beiden Gebiete, in denen wir farmen konnten. Einmal hier bei dem Vor. Da waren ja unheimlich viele von diesen verderbten Hunden halt drin und drumherum. Die konnten wir super farmen. Und dann einmal hier unten bei der Insel. Hier waren Wölfe oder sind Wölfe und Schweine. Und jetzt zeige ich euch einmal, was daraus geworden ist. So, ich töte jetzt hier einmal den ersten Hund. Das ist ja Level 34 jetzt. Und was hier rauskommt, sind einmal 25 dicke Tierhaut. Das ist natürlich nicht das, was wir eigentlich wollen, sondern wir wollten hier mal Rohleder farmen. Hier kommt einmal der zweite. Und auch hier kommt dicke Tierhaut halt raus. Hier bin ich einmal beim zweiten Farmspot. Das ist der unten im Süden. Und wie wir hier auch sehen, kommt auch hier dicke Tierhaut raus. Bei den Wölfen, die sind jetzt Level 31. Und da fallen wir halt auch in dicke Tierhaut halt rein. In den Bereich. Hier einmal das Schwein. Und auch hier kommt dicke Tierhaut raus. 14. Und das ist auch noch nicht mal 4. Das geht ja um einiges besser. Die fallen zwar sofort um, aber viel ist es nicht. Auch das macht den Farming-Spot halt ziemlich sinnlos jetzt. So, und nun zeige ich euch anhand der Karte mal, wo die neuen Rohleder-Farm-Spots sind. Wir sind hier auch noch in Entermisseriff. Und hier ist es in dem Bereich hier oben. Ich markiere euch den einmal. Hier könnt ihr alles, was Puma ist, und Krokodil einmal mitnehmen, weil die halt unter Level 30 halt sind, aber noch genügend Rohleder halt abgeben. Ihr könnt hier einmal durchs ganze Gebiet halt laufen, das ist halt auch so ein Sumpfgebiet, und hier könnt ihr die ganzen Krokodile mitnehmen, die ihr findet, genauso wie die Pumas hier. Das zweite Gebiet, das markiere ich euch auch einmal. Und zwar hier zum Schrein könnt ihr euch einmal teleportieren. Die Krokodile hier unten, die funktionieren nicht, weil die schon Level 31 sind. Die geben halt also auch dunkle Tierhaut. Sondern ihr müsst hier halt ein Stück weiter hochreiten. Und hier oben sind dann die passenden Krokodile, die halt Level 30 sind. Und auch maximal Rohleder dann abgeben. Also hier könnt ihr hoch und runter, der Respawn ist auch ziemlich schnell. Das heißt, wenn ihr hier unten angekommen seid, könntet ihr hier einmal rüber und wieder von vorne anfangen. Diese Krokodile sind alle in dem Bereich von Rohleder. Das ist richtig super. Jetzt zeige ich euch einmal, wie das aussieht. Ja, und wie wir hier sehen, hier kommt dann Rohleder raus, 61. Das ist so ein Bereich von 59, 61 und
mehr Ertrag, könnt ihr dann halt noch mehr rausholen. Die gehen auch relativ schnell down. Und hier sehen wir nochmal, hier kommt nochmal 59 Rohle dabei raus. Ihr könnt die Schweine auch da oben mitnehmen. Und dann halt das nächste Krokodil. Der Farmspot ist halt nicht so dicht aneinander von den Mobs. Da muss man ein bisschen mehr reiten. Dennoch ist er halt sehr gut. Und in kürzester Zeit haben wir halt die Taschen voll. Und können die dann halt zu Gold machen oder halt das Leder weiterverarbeiten. Ja, es gibt noch andere Farming-Spots. Aber der Spot hier ist einer, der in kürzester Zeit halt sehr viele Mobs hat. Und ihr könnt die nacheinander wegfarmen, einem Kreis laufen und dann ist der Respawn schon wieder da. Und er gibt maximalen Ertrag. Es gibt zum Beispiel in Lichtholz noch Wölfe. Die sind so ein bisschen verteilt und die geben auch nicht den maximalen Ertrag. Aber hier kann man wirklich alle gut wegfarmen. Ja, und hat euch das Video gefallen? Würde ich mich über einen Daumen in nördlicher Richtung freuen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr noch einen anderen Rohleder-Farm-Spot kennt. Ich wünsche euch beim Farmen geilen Loot und bis dann, ciao! Moin Gamers, hier ist Spooky. Ey, könnt ihr mal auf mein Bild gehen? Ich möchte hier was aufnehmen. Hier ist wohl gerade ein War unterwegs.